Hallo und herzlich willkommen zum Video über das Thema Lerne für mehr Erfolg. Wie der Titel schon sagt, möchte ich mit dir heute über das Thema Lernen und Erfahrungen machen sprechen. Warum glaubst du, ist es so wichtig, sein Leben lang zu lernen, um erfolgreich zu haben? Die Frage möchte ich dir heute in dem Video näher bringen und da erklären oder für dich lösen. Wir alle sind einmal in die Schule gegangen, ja. Bei dem einen ist es länger her, beim anderen ist es nicht so lang her. Und egal, ob du jetzt sagst, das war eine schwierige Zeit, was auch immer, oder es war eine coole Zeit, wir alle sind uns sicher einig, dass wir in der Schule sehr viele Dinge gelernt haben. Ob wir die alle brauchen in unserem Leben, ist eine andere Sache, aber grundsätzlich haben wir alle eine Schulausbildung gemacht und haben jeden Tag für unsere Zukunft gelernt. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Was haben wir gelernt oder was ist in der Schule abgegangen? Grundsätzlich war dort ein Mensch, der sich in seinem bestimmten Fach sehr gut auskennt hat und uns Wissen vermittelt hat. Ob das Wissen jetzt Geografie war, ob es irgendeine Sprache war, Mathematik war, wir haben dort von Lehrern gelernt, die gewusst haben, was sie sagen, in der Regel natürlich, ja. Und deshalb auch lerne von den Besten. Ganz ein wichtiger Punkt. Weil, wenn wir ehrlich sind, wenn du einen Lehrer hast, der sich auskennt, der das mit Spaß umgebracht hat, hast du sicher gern gelernt, ja? Und je mehr du gelernt hast, je mehr du aufpasst hast, je mehr Spaß du gehabt hast in dem Fach, je mehr Leidenschaft du dafür gehabt hast, umso mehr hast du wahrscheinlich gelernt und umso besser waren auch deine Ergebnisse bei den Tests, Schularbeiten oder was auch immer, Präsentationen. Und das ist ein spannendes Thema, weil in der Schule haben wir gern gelernt. Was passiert dann? Wenn wir uns das anschauen, erwachsene Menschen und Kinder oder Jugendliche. Erwachsene sind bequem, suchen Ausreden, brauche ich nicht zum Beispiel, liegen gerne mal vor dem Fernseher und vor allem sagen halt meistens, ich habe schon so viel gelernt, ich brauche das jetzt nicht. Oder ich lerne das später mal. Oder das Thema, ja, das juckt mich jetzt nicht. Das wird schon, irgendwann wird sich die Frage schon von selber klären. Und genau das ist die Herausforderung, weil wenn wir das mit Kindern vergleichen, bei Kindern ist das Thema halt, sie lernen mit Spaß, sie lernen verschiedene Themen, sie werden von Menschen unterrichtet, die das Wissen dazu haben. Und wir Erwachsene fallen oft in einen Modus ein, dass wir uns denken, wir würden zwar gern mehr erreichen in unserem Leben, aber wir sind zu bequem, wir suchen Ausreden oder wir rennen uns ein, im Moment brauche ich das gar nicht. Irgendwann werde ich das schon mal lernen. Und genau das ist die größte Herausforderung, warum der Erfolg ausbleibt. Wenn man sich Menschen anschaut, die nicht so erfolgreich sind, nicht so viel Geld verdienen oder vielleicht bei Tests durchfallen oder nicht so zufrieden sind mit ihrem Leben, man kann das auf alles ummünzen, sind es meistens Menschen, die nicht wissen, wie sie es besser machen können oder wie es funktioniert. Und meistens stellt man sich dann die Frage, was mache ich falsch? Auf der Gegenseite gibt es dann Menschen, die lernen, die Wissen anhäufen und komischerweise sind es meistens die Menschen, die dann erfolgreich sind in ihrem Leben. Die eben das Traumauto fahren, das Traumhaus haben, vielleicht die Familie haben, wo es funktioniert, die sie mit sich selber beschäftigen und einfach glücklich sind. Warum? Weil sie es gelernt haben. Weil sie irgendwo einmal eine Lektion in ihrem Leben gehabt haben, einen Kurs besucht haben, ein Buch gelesen haben, was ihnen weitergeholfen hat in ihrem Leben, in ihren Aufgaben, in ihren Herausforderungen. Und dadurch sind sie einfach erfolgreich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterstreichen. Man lernt was, und dann wird man dadurch erfolgreich, wenn man es umsetzt. Aber welche Möglichkeiten gibt es, um Dinge zu lernen? Auf der einen Seite gibt es natürlich Kurse. Und zu Kurse möchte ich eins sagen. Es gibt ja Online-Kurse, es gibt stationäre Kurse, wo du teilnehmen kannst. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich eher Online-Kurse. Aber es ist so leicht wie noch nie zuvor, sich einen Kurs zu finden, der einen interessiert, für den man Leidenschaft hat, mit dem man Spaß hat. Und vor allem, wo man dann für die Zukunft ganz viel Erfahrungen und Wissen mitnehmen kann. Weil was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist, dass Menschen heute, wo starten, dann kriegen sie 3, 4 Niederlagen oder erleben 3, 4 Niederlagen und dann geben sie auf. Und beim Kurs lernt man einfach sehr oft, wie man mit Niederlagen umgeht oder man macht die Fehler oft gar nicht. Wobei ein Fehler an sich ja noch nichts Schlechtes ist, weil hinter jedem Fehler steckt natürlich eine Erfahrung. Und deswegen würde ich dir empfehlen, schau dir Online-Kurse an, mach Online-Kurse. Ich kann da auch gern in dem Video Kurse verlinken, die mir weitergeholfen haben bei dem Thema passives Einkommen, die richtige Einstellung zum Leben, wie gehe ich mit Herausforderungen und so weiter. Das zweite Thema sind Mentoren.
Und Mentoren sind für mich das Wichtigste überhaupt. Such dir Menschen in dem Bereich, wo du erfolgreich werden willst. Und ich sage nochmal dazu, da muss es nicht um Geld dran. Das können genauso familiäre Dinge sein, also zwischenmenschliche Dinge, die man lernen kann. Oder Prüfungen und so weiter. Such dir jemanden, der das schon geschafft hat, der für dich ein Vorbild ist und frage ihm, ob du für ihn lernen kannst. Bei mir war das zum Beispiel jemand im Network Marketing, von dem ich sehr, sehr viel lernen habe dürfen, der mich unterstützt hat, der meine Fragen beantwortet hat. Und was ich in der Zeit gelernt habe, war einfach mega, mega wertvoll für mich, weil ich es für meine ganze Zukunft verwenden kann. Und das dritte Thema sind natürlich Bücher. Auch da werde ich da einige Tipps in die Beschreibung reinhauen. Ich habe nämlich Bücher in meinem Leben gehabt, die wirklich viel verändert haben. Eins davon war zum Beispiel Rich Dad, Pure Dad von Robert Kiyosaki. Das ist eins der geilsten Bücher für mich, weil es mir in so vielen Bereichen weitergebracht hat, mein Mindset, meine Einstellung weitergebracht hat und vor allem, es hat mir auf neue Ideen gebracht, was ich in meinem Leben anstellen kann, welche Erfahrungen ich machen kann, um noch mehr Erfahrungen oder Erfolge einzufahren. Ich möchte einfach mitgeben, ein Satz, der mich sehr beeinflusst hat und wo ich, ja, wie soll ich sagen, der mir einfach sehr viel gebracht hat in meinem Leben. Wenn du darüber nachdenkst, wie du mehr Einkommen erzielen kannst, wie du vielleicht mehr Menschen beitragen kannst, ist es relativ einfach. Steigere deinen Wert und dein Einkommen steigt. Und nicht nur dein Einkommen steigt, sondern dein Wissen steigt, deine Erfahrungen steigen und vor allem deine Kontakte zu Menschen steigen. Du wirst ganz vielen Menschen was Gutes tun können mit dem Wert, den du hast. Weil wenn du deinen Wert steigerst im zwischenmenschlichen Bereich, im Bereich von, Lektüre oder irgendwelchen Erfahrungen, die du in der Schule gemacht hast oder eben im Business gemacht hast, kannst du ganz vielen Menschen beitragen und dadurch steigerst du dann automatisch den Wert von anderen Menschen. Bitte merk dir den Satz, denn der ist entscheidend wichtig. Du kannst nicht erwarten, dass du mega erfolgreich wirst, dass dir jeder da draußen als Vorbild sieht oder Menschen zu dir aufschauen, wenn du nicht deinen Wert steigerst. Das ist ein entscheidender Punkt und vor allem, da gibt es so ein praktisches Beispiel. Viele Menschen glauben ja, wenn sie sich vor einen Ofen setzen und sagen, bitte lieber Ofen, wärme mich, dann passiert das. Nein, das passiert nicht. Zuerst musst du mal Holz in den Ofen reintun, damit er dir Wärme geben kann. Und da ist es nichts anderes. Du musst zuerst deinen Wert steigern, damit du die Lebensbereiche, in denen du gern weiterkommen würdest, auch steigern kannst. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte einfach nur mal ein Danke sagen für das, dass du da meine Videos anschaust, für das, dass du meinen Kanal abonniert hast oder vielleicht jetzt abonnierst. Wie versprochen in den letzten Videos schon, werde ich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten sehr viele Videos im Bereich Finanzen, Mindset, innere Einstellung, also Dinge, die ich selber erfahren habe dürfen die letzten Jahre, euch mitgeben und ich freue mich schon auf euer Feedback.